Herzlich willkommen zurück zu God of War 2. Ja, wir haben letztes Mal hier aufgehört und da oben ist die Kiste. Und ich weiß nicht genau, wie ich da rankommen soll. Ach, hier ist gar nicht zum... Ah! Jetzt weiß ich's. Und ein weiteres Gorgonenauge. Ja, ich glaube, unser Leben haben wir eher. Ich denke mal, das müssen wir jetzt hier rausschieben. Ah ja. Okay. Jetzt sind wir wieder hier unten. Von da sind wir ja gekommen ursprünglich. Was brauche ich den jetzt? Ich sehe schon, da. Eine Leiter. Alles klar. Hier ran. Und hier hoch. Sind das hier immer für Fliegen? Alter! Kann ich hier rüberspringen? Ja. Oh, hier ist eine... An der Statue fehlt der... Der Schild. Aber sonst kann ich sie nicht irgendwie mitnehmen oder so. Oh. Alles klar. Ich denke mal, die kann man ja nur hier runterschubsen. Ab nach unten. So, gibt's hier noch was? Nee. So, wieder hier rüber. Da noch irgendwo? Nee, da ist auch nichts. Da komme ich jetzt gar nicht rüber. Aber die hätte ich ja nicht hier rüberziehen können, die Statue. Okay, also ist irgendwas... Müssen wir irgendwas hier unten machen. Kann ich die hier hochschieben? Ne, kann ich nicht. Aber ich kann es da reinmachen. Da rein. Ja, was jetzt? Ich kann sie ja jetzt nicht mehr ziehen. Okay. Vielleicht den jetzt hochdrehen. Aber ich habe hier auch nirgendwo gesehen, dass ich die Zeit verlangsamen kann. Da bringt ja mal rein gar nichts. Aber sonst kann ich doch nirgendwo hin. Wenn ich hier wenigstens mit hoch könnte. Da oben war jetzt auch nichts weiter. Moment mal, komme ich da dann wirklich nicht rüber? Ich komme da doch rüber. Ich dachte jetzt, die Strahlen wären zu niedrig. Ah, ich höre doch schon wieder diese... Nicht mit mir hier, mit ein Spinnweben und so. Geh weg. Leben ist voll, aber hier drüben haben wir noch eine normale Kiste. Eine Phönixfeder. Endlich geht die Magie auch ein Stück höher.
Ah, aber das Leben ist eins voraus. Wir brauchen also ein Schild für die Statue. Ah ja, hier. Also geht's nur da hinten weiter. Einmal hier lang. So. Ja. War ja klar. Lümmel. Dich will ich finishen. Und Kopf ab. Noch einer. Okay. Du hast es so gewollt. Aber die sind jetzt übelst leicht zu besiegen, muss ich sagen, die Gegner. Also, ich würde an eurer Stelle ja die Chaos-Klingen sind das? Ja, Chaos-Klingen. Als allererstes auf komplett aufrüsten. Und dann erst alles andere. So, geht auch nicht kaputt. Ist hier irgendwas kaputt? Du vielleicht? Auch nicht. Oh, hier ist auch nichts. Hier ist wieder diese Riesenkette. Da kann man auch nichts machen. Ja, uns fehlt ein bisschen Lehm, aber die lasse ich mal. Und ein Speicherpunkt. Yay. So, dann speichern wir doch mal. Ne, ich würde sagen hier. Müssen ja nicht so schnell wechseln. Also immer ein Gebiet für. So, da sehe ich schon, da kann ich mich rüberhangeln. Aber wieso ist da unten einer? Das verstehe ich jetzt nicht. Ja, Moment mal, ich muss mal nochmal von hinten gucken. Da oben ist einer. Ah, und da unten. Okay. Ach so. Ach, ich verstehe. Hauen so rein, die Klingen. Ist ja mal voll der Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, ob man mehr Orbs kriegt, wenn man die finishen tut. Da habe ich jetzt keine Ahnung. Das war nicht viel, aber ein bisschen. So, hier können wir die Zeit verlangsamen. Aha. Was bringt uns das? Ah. Alles klar. Da würde ich mal sagen, diesen hier. Und hier rüber. So. Wie komme ich da runter? So. Eine Phönixfeder. Cool. Komme ich hier wieder hoch? Ja. Okay. So. Wo macht er jetzt? Da. Wieso da? Ich muss da woanders hin. Hallo? Soll ich wieder zurückgehen? Äh.
Ah, wirklich nur die Wurzel? Muss es doch irgendwas... Die Frage ist doch... Nein! Okay, jetzt müssen wir es nochmal machen. Haben sie uns aber erwischt. Du warst das. Du Schwein. Also die Frage ist echt, wenn ich den hier mache, was nützt mir denn das, wenn ich da drüben bin? Ach, ich soll gleich weiter dahin laufen. Denke ich mal. Aber dann kriege ich doch die Kiste nicht. Vielleicht bleiben die ja auch zum Schluss so. Nee, ich glaube... Moment mal. So, wir machen mal... Gehen mal hier gleich über. Die Kiste können wir uns ja dann immer noch holen. So, hier haben wir allerdings auch eine. Die können wir... Aha, aha, aha. Der macht jetzt was. Der macht hier. Wir müssen erstmal darüber. Ich will aber die Kiste haben. Ich will die Kiste haben. Und da muss ich irgendwie schaffen, dass ich da wieder hinkomme. Muss doch möglich sein. Ich bin ja vorhin bloß runtergefallen. Ich glaube, das kann man schaffen. So, erstmal ausfahren lassen. So. Die gehen ja langsam. Ja, wir haben es geschafft. So, jetzt nochmal. Den Weg. Hier lang. Einmal hier lang. Schafft man auch bequem. So, und jetzt denselben Weg bloß darüber. So, jetzt schnell hier. Hier. Und hier kann man auch wieder die Zeit verlangsamen. Gibt es aber keine Kiste mehr, ne? Nee. Das heißt, jetzt müsste der hier und dahin gehen, genau. So, hier wieder rüber. Könnte man echt denken, dass man hier runterrutschen könnte. So, geschafft. Und die Kiste haben wir auch. Ein bisschen Leben brauchen wir. Okay, die nehmen wir mal. Magie haben wir ja jetzt gar nicht so oft eingesetzt. Wir könnten ja mal die Blitze einschalten, oder? Die Medusa, aber ich würde sagen Blitze. So, die werden wir jetzt auch gleich noch reinpumpen. So, ich denke mal, dass uns hier was erwartet.
schauen wir mal. Nein. Oh. Diese Tür war der einzige Ausweg. Er hat ein Schild, das was wir brauchen. Jede Prüfung habe ich bestanden auf der Suche nach den Mäuren. Und nun machst du alles zunichte. Du wirst deinem Ruf einfach nicht gerecht, Geist Spartas. Doch, vielleicht ist dies eine Prüfung. Beobachtet ihr mich, Mäuren? Gebt mir ein Zeichen! Soll ich, der große Perseus, diesen gefallenen Gott töten, damit ihr mich empfangt? Kann ich damit meine Liebste aus den Fängen des Hades zurückholen? Wenn nicht, so wird mir zumindest der Ruhm zuteil, den mächtigen Kratos getötet zu haben. Den Göttermörder. Obwohl ich glaube, dass ein Narr wie du kaum solch einen Titel verdient. Ja, der will uns also an der Wäsche, ja. Er kann sich unsichtbar machen. Das ist jetzt nicht so schön. Da war er gerade. Ah, wir können natürlich auch seine sein Zeug zurückschießen. Oder ihn so treffen. So, mein Freund. Jetzt hat er die Attacke zu lange... Der muss... Jetzt bin ich hier. Ah, jetzt hat er uns mal wieder. Ich muss schneller reagieren, ey. Komm schon. Naja, als wenn das wehtun würde. So, jetzt haben wir ihn das erste Mal. Du Sau. Ah ne, er macht noch... Ah, er will noch einen Nachschlag. Okay. Boah, was ist das? Er blendet uns. Komm her. So, du willst... Du willst Strom, ja? Ist nicht schlecht. Komm her.
Scheiße, jetzt habe ich das durch das blöde Handy. Mist. Okay, nochmal. Oh, ich glaube... Jetzt haben wir hier auch gleich den Ausgang wieder. Und wir haben das Schild. Wow. Was wir natürlich dann auch wieder einsetzen müssen. Kann man die kaputt machen? Nee. Kann man nicht. Und sonst gab es hier gar nichts. Hier kommen wir gar nicht erst hin. Hier gibt es auch nichts. Ja. Jetzt kommt er ja zum Hades, zu seiner... Brauchen wir beides nicht. Aber hier kann doch, hier gibt's... Ich verstehe mal nicht bei so einem Bosskampf, dass dann da nicht vielleicht noch eine versteckte Kiste oder so ist. Aber ich sage mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt God of War 2, und vielen Dank fürs Zuschauen.